Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Clash Royale. Ja, mal wieder 4 Truhen gefarmt, jetzt machen wir sie direkt mal auf. Mal gucken, ob heute wieder so ein paar schöne, knackige Sachen drin sind. Ahahaha, ja, das war schon nicht schlecht. Da hast du mich aber gefuchst, du alte Gratistruhe, du alte Drecksau. Ja. Jetzt nichts Spektakuläres, aber für Arena 3 angepasste Karten. Ne? Meistens jedenfalls. Und auch mal wieder ein Riese. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, dass wir eine Riesenkarte bekommen. Meine Fräsen. Gut, heute auch mal wieder nichts gewöhnlich oder nichts Ungewöhnliches. Alles so wie immer. Oh mein Gott, Baba, gewöhnlich. Gewöhn dich dran, dass du jetzt verbessert bist, Fräulein. Fräulein, ich habe gesagt, verbessern, nicht nochmal eine Karte kaufen. Ja, wie sehe ich denn hier aus? Hä? So, und zwar würde der Barbar dann knackige 33 Trefferpunkte mehr aushalten und 6 bis 8 Schaden mehr machen. Ja. Wisst ihr, ich labere immer von 6 Schaden pro Sekunde mehr und 8 Schaden mehr. Ja. Aber das Ding ist so, ne? Wie sieht das denn aus? Kurz mal was geguckt. Ne? Wenn der Baba jetzt 60 Schaden pro Sekunde macht, wofür sind dann die 90 Schaden da? Sachen, die man nicht versteht, oder ist es quasi so auf seine Treffergeschwindigkeit runter gedreisatzt? Könnt ihr gerne mal raus haben, wenn ihr da die Mathematiker seid und wenn ihr da euch schon mathematisch fit gemacht habt, ihr alten Drecksäcke. Ich weiß da nicht Bescheid, mir ist auch komplett egal. Ich weiß nur da halt, dass die so und so Schaden machen. Nee. Ja. Aber okay. Keine Karten, die wir spenden können, macht aber auch gar nichts aus. Obwohl wir das Geld schon gebrauchen könnten, ne? Eigentlich schon. Aber egal. Kinders, lasst uns angreifen. Los geht's. Ich möchte an meiner... Dankeschön, viel Glück. Ich möchte an meiner Taktik übrigens nichts ändern. So ein bisschen mit den Leuten schreiben hier, ist ja ganz klar. Ja. So, Bombenturm. Weil die beiden gerade da so schön stehen. Und damit ich ja auch gleich ein bisschen Platz habe, um irgendwas hier zu machen. Ha. Das tut jetzt nicht so ganz gut aussehen, weil wir sehen gerade, der Typ ist übelst am Spammen. Alter Falter, da habe ich vielleicht den Grabstein ein bisschen zu unklug gesetzt, ne? Eventuellerweise, ja. Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Wir setzen unsere Karten so, wie wir meinen. Da wird sich hier nichts dran ändern, wenn sich nichts gerüttelt hier. Und ein Ballon. Okay. Übertreib. Genau. Hexe bitte. Arschloch. Alter Falter, ey. Was sind das wieder für Karten, die der da hat, ey? Direkt wieder am Übertreiben, weißt du? Wow. Ja, die Hexe steckt zwar ein bisschen ein, aber dafür macht sie auch ein bisschen Schaden und lässt somit die knackigen Kobolde durch. Ja, die alte Drecksau. Bombenturm. Halt, um den Grabstein freizulegen. Ne? Und dabei habe ich noch nicht einmal den Ritter gelegt. Ne, den haben wir jetzt auch schon seit Anfang an. Wow. So, ich würde sagen, wir entsenden gleich mal. Ich hätte vielleicht schon längst auf der rechten Seite spammen müssen. Aber okay. Passt schon. So, ja, Kobold-Hütte für den, fürs Drachenbaby, bitte. Ja. Oh. Hexe. Los jetzt. Scheiße. Was macht die Hexe denn da? Ich dachte, die greift Luftziele an. Was für ein Müll ist das denn? Alter. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ey, ich komme hier zu gar nichts, ne? Der Typ ist mir einfach zu offensiv hier. Das kann doch nicht sein. Ist das dein Ernst? Wow.
Ja, und das bringt mir ja auch nichts hier. Scheiß Drecksmüll. Prinz, bitte. Lass uns vielleicht sogar... Nein, schade. Ich dachte, wir können noch einmal vielleicht den Tower angreifen. Wir haben viel zu defensiv gehandelt. Viel zu defensiv, Mann. Wow. Wow. Okay, nochmal angreifen, bitte. Ich will einen Tower haben. Ich will einen Tower. Ich will einen Tower mitnehmen. Aha, im Clown halt dein Maul, okay. Okay, okay. Ich sag nichts zu diesem Clan-Namen. Nein, nein. Ich würde sagen, ich mach mal... Ihr lustigen Menschen. Ihr seid so lustig. Ich würde sagen, ich leck die Hexe mal. Ja, die Hexe muss auf jeden Fall gelegt werden. Die generated mir schön so ein paar Skelette und damit haben wir jetzt ein bisschen Skelettüberschuss. Die alte Drecksau. Ja. Damit würde ich sagen, lege ich auch den Prinzen. Weil ich finde, Prinz und Hexe ist immer so ein bisschen eine gute Kombo. Weil die Hexe schön so aus der Ferne agiert und ganz knackig Schaden macht. Während sie noch ein paar Skelette dabei holt, ne? Ist ja ganz klar. Und so ist es auf jeden Fall möglich. So ist es auf jeden Fall möglich. Mit dem Prinzen sehr gut zu, ja, zu agieren. Wir merken uns ja die Hexe. Die Hexe. In Kombi mit den Skeletten. In Kombi. In Kombi. In Kombi mit dem Prinzen. Das ist eine gute Symbiose, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ne? Man darf halt, wie gesagt, nur nicht zu defensiv agieren, wie wir es gerade eben gemacht haben. Das war unser Fehler. Ne? Die alte Drecksau. Ja. So, jetzt ist die Frage, hat er Pfeile oder nicht? Sieht mir nicht danach aus. Oder er hat den Feuerball, glaube ich, gelegt, ja. Aber cool. Ich denke aber, das soll es gewesen sein. Ich glaube, wir schaffen das, oder? Oder? Na, es sieht sehr knapp aus. Dürfte aber werden. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben es quasi nur mit den, kleinen Creeps geschafft. Cool. Das gibt direkt meine Goldtruhe, ey. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Sehr gut. Sehr gut, dass ich mal wieder eine Goldtruhe haben darf. Alte Drecksau. Sehr schön. Wir sind noch 4 Kronen entfernt von, der guten Kronentruhe. Lass uns gucken und lass uns direkt mal gucken, ob wir die vielleicht in diesem Part sogar schon gönnen können. Ich würde sehr gerne eine haben. Sage ich euch ganz ehrlich. So, Koboldhütte. Ja, man merkt, ich bin so der, der sich so links hinstellt, ne? Der so ein bisschen auf die linke Seite gehen möchte. Level 7, Kobolde, ey. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Man muss halt direkt immer so übertreiben, ne? Alten Drecksäcke. Ja. Na? Na? Lakaien. Lakaien können ja nicht von Barbaren angegriffen werden, deswegen knechten wir euch jetzt. Okay, sie hat Level 5. Oder er oder sie hat Level 5 Bogies. Er heißt aber Luke. Ich denke mal, er wird ein Kerl sein. Ja. Aber gut. Nein. 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 So, rechts kommt auch noch eine Koboldhütte hin. Einfach, um auf beiden Seiten mal so ein bisschen den Durchlauf zu haben und zu pushen. Ne? Aber wir sehen auch gerade, der Typ ist besser dran als wir, ne? Leider. Er ist der Bessere von uns beiden. Was ich gar nicht so verstehen kann. Ja. Ich warte mal auf die 10... Juwelen. Oder Elixiere, Entschuldigung. Elixiere. Juwelen, ey. Kinders. So. Weil wir wissen ja, die Kombi Hexe und Ritter oder Hexe und Prinz ist ziemlich cool. Insofern der Prinz hinter der Hexe ist. Was jetzt mal wieder nicht der Fall war. Was ich jetzt nicht verstehen kann, weil extrem dumm. Dumm. Ja. Arschloch. Jetzt mach ihn doch mal down. Boah, verdammtes Koboldfass. Ich hasse es wie die Pest, ne? So eine Kacke ist das doch. Wow. Gut, Hexe, ja, Hexe, bitte. Die Hexe, bitte. Aber ich muss nochmal nachgucken, ob die, Ich muss nochmal gucken.
Sehr schön! Ich muss nochmal gucken, ob der Bombenturm nur auf Bodentruppen agiert und abzielt oder ob es auch so ist, dass er sehr, sehr gerne in die Luft geht. Ne? Nein, 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 nein. Das war so klar, ne? So ein Arschloch. Aber egal, egal, egal. Wir versuchen jetzt erstmal hier den Tower zu beschlagnahmen. Und setzen jetzt gerade erstmal alles hier vorne zu, was geht. Weil das ist auch eine gute Kampfstrat. Eine gute Fightstrat ist das allemal hier, diesen unsere beiden Tower zu entlasten dadurch, dass wir halt quasi hier überall Truppen hinsetzen. Die alten Drecksäcke. So, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal so eine... Nein! Ich finde, wir müssen nach dort gehen, ja. Hexe legen. Prinz legen. Ja, ja, komm, verschwinde. Verschwinde. Sehr schön. Und damit brechen wir durch und schaffen das. Wir schaffen das. Höchstwahrscheinlich. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben sehr gute Chancen und das sind die Chancen. Das müssten die Chancen sein. Das müssten die Chancen sein. Das müssten die Chancen sein. Greift ein. Greift ein. Oh, ist das knapp. Oh, Kinders. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht... Nein. Nein. Bastard. Deine Mutter. Boah, was für ein Spasti. Weißt du... Weißt du, wenn so... Was war... Wie viele KP blieben da übrig? Beschissen wenige. Ah, sowas ist ja immer schön, ne? Alte Drecksau. Ah, du kannst mich mal, wenn du denkst, du kannst da vorne durchpreschen. Na, sei mal nicht so. Der Riese ist mir da sogar relativ egal. Es gibt mir da halt nur... um den Prinzen. Das ist das Ding, ne? Der Rest ist mir egal. Es gibt mir um den Prinzen, Alter. Ja, ja. So, ich würde sagen, ich lege jetzt mal die Kombi mit Prinz und sowas, weil ich sehe ja gerade, dass... oh oh. Oh oh. Sehr schön abgelenkt, sehr schön abgelenkt. Wobei ich sagen muss, er kam trotzdem auf den Tower dran, ne? Alte Drecksau, wir kamen aber trotzdem durch. Sehr gut. Ich lege jetzt mal den Feuerball, denn wir können das jetzt schon sehr früh entscheiden. Wenn der Prinz auch dementsprechend überlebt hätte, was er nicht getan hat. Aber trotzdem machen wir, ja, die knapp 100 Schaden pro Sekunde hier, die er einzustecken hat. Und deswegen würde ich sagen, pushen wir auch noch auf die linke Seite, damit die ganzen Skelettkrieger hier eingreifen können. Und noch die Lakaien drauf, sehr schön. Das ist gut, das ist gut. Eindeutiger als eben und gewonnen. Er hat keine Gegenwehr geleistet. Ich weiß nicht warum, aber er hat keine Gegenwehr geleistet. Alte Drecksau. Und wir haben 10 Kronentruhen voll. Sehr gut. Ja, wieder ein bisschen mehr Gold. Wir kratzen schon an der 1000 Gold, Kinders, ne? Muss man dazu ganz klar sagen. Ja, ja. Kanone können wir verbessern. Bombenturm kann verbessert werden. Und richtig, was ich noch machen wollte, gucken, ob der Bombenturm nur auf... Oh, ich habe aufgestoßen. Sorry. Ob er nur auf Boden... Ziele geht. Ja, er geht nur auf Bodenziele. Ich würde gerne mal so einen Tower haben oder so einen Gegner haben, der auch so ein bisschen auf, naja, Luftziele geht. Wisst ihr, ich setze momentan den Bombenturm so selten ein, ich würde ihn sehr gern rauslegen. Ja, weil wir sehen, so von allen Karten, die wir benutzen, setze ich ihn am wenigsten ein. Der bleibt meistens immer drin. Na, deswegen gucke ich jetzt mal, ob es hier nicht eine Karte gibt, die genauso viel kostet wie der Bombenturm oder weniger und mehr leisten kann. Ne? Knapp 1000 Lebenspunkte. Den Ritter will ich jetzt nicht rauslegen. Der Ritter kommt nicht raus, ne. Das Drachenbaby aber eventuell, ne? Kostet einen Punkt weniger. Oder wir legen die Barbaren rein. Um wieder mehr in die Offensive zu gehen. Wisst ihr was? Komm. Elixierkosten bleiben ja gleich. Wir haben ja quasi nur die Krieger gewechselt. Läuft den Hals hinunter, würde ich sagen. So, Kanone Level 3.
Hält 54 mehr aus. 8 Schaden pro Sekunde mehr, 7 Schaden mehr. Trotzdem setze ich diese Karte erstmal nicht ein, weil ich finde einfach keinen Nutzen darin. Ne? Etwas weniger Reichweite als der Bombenturm. Habe ich nicht recht? Hm, ja. Nee, ich geh mal auf die Barbaren und sowas drauf. Ne, setz sie erstmal ins Team rein oder gucken wir weiter. So, ja, jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Ich würde sagen, wir kombinieren mal Barbaren und Skelettarmee und werden mal so ein bisschen offensiv. Scheißdreck. Ah, Bitch, dein Arschloch ist eng. Du isst Nasi Goreng. Du dicke Bitch. Oh, und wir sehen, Alter. Oh mein Gott, die Barbaren brechen sowohl an unserer Seite durch. Als auch, naja, an der Gegnerseite, ne? Fast jedenfalls. Ja. Hat nicht mehr viel gefehlt. Aber gut. Egal, den Schaden stecken wir ein. Ist egal. Ich spare. Aber verdammt, was für ein Glück der hatte, ne? Zäh. Ich würde sagen, Hexe. Und dann sitze ich links den Ritter, oder soll ich? Ist das ein Tesla-Turm? Was? Es ist ein Tesla-Turm, oder? Nicht dein Ernst. Wow. Tesla-Turm, ja? Soweit ist es also mit uns. Scheiße! Fuck, Mann! Was hat der denn für eine Armada an Lakaien? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Was für ein Arschloch ist das denn? Wo hat der denn die ganzen Karten her gehabt? 6 Lakaien? Ist das dein Ernst? Was? Okay. Ist mir neu, aber okay. Ja, Kinders, wir beenden den Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.